Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute machen wir weiter mit der Aktion Feistversuche und dem Schildbrechpunkt. Der Schild entsteht durch einen bestimmten Prozess. Durch Auflösung seiner Struktur kann der gesamte Schild mit minimaler Kraft zerschlagen werden. Wir haben Ayato, Zhangling, Yelan und Diona. Löst 4 Elementarexplosionen an der Stelle der aktuellen Figur aus, die Gegner in der Umgebung jeweils Hydro-Kryo-Schaden zufügen. Erhöht den durch Elementarexplosionen verursachten Elementarschaden. Und heute probieren wir mal die neue Taktik, die ich mir gestern sozusagen selber ausgedacht habe. Ich weiß, ich verdammtes Genie. Wir sammeln mal 3 Ladungen von der Hypersensitivität an, also von den Schwachstellen, die man fotografieren kann oder die man aufdecken kann. Und machen es dann erst. Das ist der Plan. Und dann warten wir quasi, bis wir die aktuelle Wave besiegt haben. Die aktuelle Wave von Gegnern. Und wenn wir das gemacht haben, dann sollte es eigentlich so sein, dass wir dann immer so viele Schwachstellen auf einmal aufdecken können. Funktioniert anscheinend überhaupt nicht, weil wir haben noch keine einzige Aufladung außer der ersten. Na, jetzt haben wir die zweite. Okay, hat noch ein bisschen gedauert. Das darf man halt nicht übersehen, weil das Symbol blinkt halt die ganze Zeit oder das Symbol wird die ganze Zeit angezeigt. Immer wenn man eine Spezialfähigkeit einsetzt. Ja, ich würde sagen nach der Wave. Wenn wir die alle besiegt haben. Genau, jetzt machen wir es mal jetzt. Hat das irgendwas gebracht? 9. Nö. Das war ja auch nicht ganz, was ich wollte. Ich verstehe nicht, warum jetzt mittendrin nochmal Gegner neu gespawnt sind, ehrlich gesagt. 11. Also mein Rekord ist, glaube ich, 13. Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich meine, es ist egal, wir brauchen nicht viele Punkte. Wir haben 900 Punkte und wir brauchen nur 1500. Also allein was das angeht, sollten wir absolut keine Probleme haben. Jetzt vielleicht, oder? Jetzt müssten wir viele Schwachstellen aufdecken können. Ach, man kann die Kamera währenddessen bewegen und es... Moment mal. Wait, what? Man kann die Kamera währenddessen bewegen? Oh, jetzt. Ich glaube, ich erinnere mich sogar daran. Oh nein. Ich glaube, ich erinnere mich sogar daran, dass man das kann. Oder auch nicht? Hat es funktioniert? Ah, naja. Ich meine, im Endeffekt ist es halt so egal. Wir haben es sowieso schon geschafft und ja. Keine Ahnung. Irgendwie ist das nicht meine Aktion. Beziehungsweise finde ich einfach nicht raus, was die beste Taktik ist. Ich würde halt gerne die 100 Schwachstellen fotografieren, aber im Endeffekt ist es einfach so egal. Deswegen sollte man sich deswegen auf jeden Fall nicht fertig machen. Ist auf jeden Fall eine kranke Kombo an Charaktern. Also ich finde, das Team ist richtig stark. Also eigentlich... Also ich persönlich würde tatsächlich sagen, statt Yelan würde ich tatsächlich eher sowas wie Ganyu reinmachen. Ja, wobei andererseits funktioniert es eigentlich auch gut. Ja oder nee, wisst ihr was? Nicht, nee. Kazuha oder Venti. Genau das gleiche Team mit Kazuha oder Venti. Als Verstärkung. Ich glaube, das würde richtig heftig abgehen. Ja. Machst du quasi Venti, Zhangling. Gut, die Diona könnte man wirklich durch Ganyu ersetzen eigentlich. Und dann, boah, ja. Also es hat fetter Flächenschaden, genau für so eine Challenge quasi geeignet. Man quasi einfach 10 Gegner besiegt, ohne sie auch nur ein einziges Mal direkt angegriffen zu haben, sozusagen. Ah ja, so ist das. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie leckt es gerade ein bisschen, ne? Keine Ahnung, was da los ist, leider. Der lädt heute irgendwie so lange, da stimmt irgendwas nicht.
Der mag mich heute nicht, der Genshin Impact. Dude. Sehr ungewöhnlich lange Ladezeiten. Naja. Trotzdem, wir haben es geschafft. Gehe ich mal stark davon aus. Vergewissern wir uns. Ja. Höchstens 7 Schwachstellen, 1500 Punkte und insgesamt 30 Schwachstellen. Ja, wie gesagt, kann man jetzt noch ein bisschen rumexperimentieren bei den letzten beiden Punkten, aber ist, wie gesagt, vollkommen egal. Solange man die Mindestbedingungen erfüllt, ist es egal, was man danach macht. Also von dem her, mal schauen. Bin auf jeden Fall auf die Teams gespannt. Also das Team fand ich jetzt sehr stark. Geht stärker, aber für ein Premade-Team schon echt gut reingedonnert, muss man sagen. Wobei wahrscheinlich das meiste einfach Ayato gemacht hat, aber psch. Danke euch fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact-Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.